Hallo YouTube, hier ist der Noobifier. Und ich bin... Am Donnerstag gab es wieder Inside Star Citizen. Dieses Mal ging es um die Inventarverwaltung. Hier ist alles, was ihr wissen müsst, in einer Minute und 22 Sekunden. Chris sagte, dass die erste Version des Spieleinventars und die weitere Entwicklung sehr viel wichtiger sind, als es dem Spieler auf den ersten Moment bewusst ist. Die fortlaufende Arbeit am System und die grafische Benutzeroberfläche, die mit der 3.11 kommt, ist eine großartige Verbesserung. Ines sagte, dass sich die Art und Weise, wie wir auf das Inventar zugreifen, in Zukunft nicht mehr großartig ändern wird. Demnächst werden wir in einem neuen Fenster noch genauer sehen, wo sich was befindet. Auf der linken Seite werden wir ausgerüstete Behälter, die Kapazität und den Inhalt sehen. Drag and Drop, also das Ziehen und Loslassen von Gegenständen, ist live und bei gestapelten Gegenständen wird uns die Anzahl angezeigt. Sie arbeiten noch daran, welchen Look das System am Ende genau haben soll. Das Ganze betrifft nicht nur Rucksäcke, sondern auch Fahrzeuge, die Boxen oder einen Stauraum haben. Als nächstes gab es einen kurzen Überblick über die Orte im Verse. Raffineriedecks sind in der ersten Testphase. Der Detailgrad von einzelnen Komponenten ist noch nicht auf dem Level, das wir von Star Citizen gewohnt sind, deshalb arbeiten sie noch daran. Besonders viel Arbeit ist in die Umgestaltung von Planetenoberflächen geflossen. Mit verbesserten Texturen und optimierten Übergängen sehen Planeten künftig sogar noch ein bisschen schöner aus, als das jetzt schon der Fall ist. Sie haben beispielsweise ein paar Monde von Pyro gezeigt. Diese werden in der zweiten Phase getestet, um zu vermeiden, dass sich das Gelände wiederholt. Es sieht klasse aus und am Ende des Videos zeige ich euch noch die Highlights. Behausungen waren das nächste Thema. Sie haben gezeigt, wie sie gerade einige Entwürfe in ein 3D-Modell umwandeln. Die Formen und das Material sind noch in der Recherche. Das war's. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Guten Flug.